How are you? Burn! Hi. Ich habe auf Twitter gefragt, ob ihr Sonic Forces mögt. Und da habe ich mir gedacht, ich teste es mal aus. Und naja, es sieht halt aus wie ein Sonic-Spiel. Und ich denke mal, ihr guckt mal, was man hier so machen kann. Man wird schon hier gespoilert. Es ist Sonic. Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Und was können wir? Wir können wie bei Sonic üblich. Es hat sogar Sprachausgabe wie bei Sonic üblich. Und wir können Ringe einsammeln und auf Dinger bouncen. Und wir sind halt der schnellste Igel der Welt. Und wir sammeln jetzt erstmal Ringe. Das ist natürlich klar, dass wir Ringe sammeln. Kommst du mal bitte? Danke. Nochmal. Wie bei Sonic üblich ist die Steuerung auch nicht so wunderprächtig. Das ist ja ist auch Fanservice. Und ich denke mal, wir gehen immer weiter und gucken mal, was hier zum Essen abgeht. Hier geht's ja runter. Und ach ja, das ist das Intro. Mega Drive Presents. Ich hoffe, ich kann nicht runterfallen. Ah, das sieht das nice aus, das Spiel. Wird ja die Sonic Hideo Kojima Game. Wird ja die Sonic Engine benutzt. Die wurde ja extra für dieses Spiel angepasst. Sonic Together, Sequel to Sonic 4. Ach, wir spielen dann das Sequel. Okay, jetzt erklärt die grottige Musik. Hallo, Tails! Oh Gott, die Ringe! Die liegen auf dem Fußboden. Ich möchte die gerne haben. Darf ich? Hallo? Na, ne. Tails, pass auf! Tails ist tot oder so gewesen. Egal, hier ist noch so ein... Komm, lass die Ringe halt. Darf ich die... Och, man, Tails, du bist doch so dumm. Darf ich die Ringe hier haben? Hier oben waren zwei Fernseher. Denn wie bei Sonic üblich gibt es auch Fernseher überall auf der Welt versteckt. Und die muss man natürlich auch einsammeln. Da sind 10 Ringe drin, soweit ich immer weiß. Wir sind jetzt 46 Ringe und haben hier 56. Oh, die Musik ist super, ne? Und die Grafik erst, ne? Also ich bitte euch. Wollen wir die alle Ringe mitnehmen oder nicht? Aber warte mal. Wo kommst du denn her, Tails? Egal, wir testen mal die Physik. Ja, das ist super. Läuft. Visuell beeindruckend ist das Spiel auch. Ich bin ja gespannt, ob wir zum ersten Boss kommen, denn Sonic ist ja bekannt dafür, sehr schwer zu sein. Ne? Vor allen Dingen hier Forces. Nach vorne drücken und X halten. Habe ich gehört, ich habe es noch nicht selber gespielt. Ich möchte erstmal natürlich das Sequel spielen, um wirklich in die Sonic-Materie ja. Hallo, Knuckles. Nein, meine ganzen Ringe! Oh, der Loop ist ja wunderbar. Ist ja, Alter, der Loop. Und dann dieser quietschende Soundtrack, ne? Alter, diese Ringe, die liegen halt wirklich tatsächlich so einfach so fucking auf dem Boden. Lass mich mal angucken. Ich kann die Kamera nicht. Okay. Sonic sieht ja schon aus wie Sonic. Gut, ein bisschen schlapp und so, aber Knuckles sieht echt nicht gesund aus. Aber gut, hier liegen noch die Ringe rum. Wollen wir die einsammeln? Ach komm. Nein, wir sammeln die nicht. Wir gehen mal weiter. Das Spiel ist ja nicht ist ja relativ kurz. Und ich denke mal, das ist auch an Sonic Forces angelehnt. Denn Sonic Forces ist ein Spiel, was auch sehr schnell durchgeht. Ich habe gehört, 3 Stunden fürs Spiel. Oh Junge. 3 Stunden und dafür Vollpreis? Jo, na, Vollpreis nicht, das war 40 Euro. Kann man meckern? Ja, also 40 Euro und dann hast du 3 Stunden Spielzeit und das für ein Sonic-Spiel? Hm? Ich würde gerne die mal... Alter, ihr seid so schlecht. Oh, da hinten ist ja schon das Ende, das wäre ja traurig, wenn wir jetzt schon vorbei wären. Egal. Oh, die Physik, Alter. Guck es mal an, Alter, die Sprungphysik. Ist ja mega. Drehen können wir uns übrigens nicht. Boah. Was passiert hier?
Ich würde gerne meine Ringe wieder haben. Dann gehe ich auf diesen Mega-Spring. Spring. Mega-Frühling. Spring wie... Naja, nee, ja, egal. Wow! Okay, also vorne. Macht nichts. Dafür haben wir, einen neuen Versuch. Alter. Ich bin tot. Habe ich schon mal gesagt, wie scheiße dieses Spiel aussieht. Was spiele ich hier überhaupt? Komm, wir abgehen. Ihr habt da eine Horde Käfer hinter euch. So, so macht man das. So macht man das. Ich hätte jetzt gerne noch ein paar Ringe, aber da liegen ja schon ein paar Ringe. Nicht auf den Dings treten. Nicht auf den Dingens drauf. Nicht drauf. Ja gut, ihr hört auf mich. Da liegen noch mehr, das sind noch mehr Ringe. Ich finde es übrigens sehr nice, wie hier vom Boss steht. Wie hier Boss steht. Und der Pfeil. Ihr habt's kapiert, Spiel. Ich hab's eine Richtung. Also kann da nur der Boss sein. Ich würde aber gerne, bevor ich zum Boss komme, Ringe einsammeln, denn ich weiß halt echt nicht wieder, wie krass der Boss sein muss, wenn dieses Spiel so übertrieben schwer ist. Und schwer war. Na, mal sehen. Gott, dreh dich um, Sonic. Da hinten ist Eggman. Lol. Lass ihn stehen. Darf ich die Kamera wieder zurückhaben? All systems, full power. Okay. You little. Müssen sehen. Wie die Kamera ist. Only the beginning. Okay, wenn du es sagst, Eggman. Okay, wenn du es sagst, Eggman. Ich bin nicht excited. Bin froh, wenn es vorbei ist. This is only the beginning. Ich hoffe nicht. Aua. Alter, wieso ist die Kamera so schrecklich? Wieso krabbelt Sonic? Er ist zwar ein Igel, aber er kann auch zwei Beine laufen und er ist blau. Ja gut, das erklärt vielleicht, warum er krabbelt. Mann, darf ich... Darf ich da hoch? Ich möchte gerne... Nein. Eggman, du hast da Feuer am Arsch. Ich hoffe, ich kann dich nicht treffen. Okay, gut. This is only the beginning. Nein, ich hoffe, dass... Oh Gott, mein Ohren. T-Pose. Alter, ist das episch. Alter, ist das episch. Wir haben ihn besiegt. Genau, kick ihn. Hat das Spiel nicht Sprachausgabe gehabt? Meine Fresse, war sogar zu faul für eine Animation. Okay. Soll das lustig sein? Vorbei. Vielen Dank. Dann war's. Ich bedanke mich für. Ich möchte einfach nur sterben gerade. Ja. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal bei irgendeinem anderen Spiel. Haut rein und. Uiuiui, war das schlecht. Tschüss.